Ich sollte meine Aufnahmesession nicht immer in irgendwelchen Dungeons beenden, damit ich mal offscreen zurück nach Syrudir latschen kann. In die Kaiserstadt, in mein Haus und dann Tiger ablegen kann. Ne? Feuerschild, Leben entdecken. 25 Fuß, ich hab hier. 105, kann weg. Da habt ihr ein faires Geschäft. Gift widerstehen. So selten wie ich vergiftet werde, außerdem schwere Rüstung das weg. Das ist ein faires Angebot. Ist leichte Rüstung, ne? Ja, leichte Rüstung. Soweit ich mich erinnere, war die Rüstung der goldenen Heiligen schwere Rüstung. Also ist es eigentlich auch gut gewesen, dass ich Manja Herzogin das geworden mir bin. Das ist ein faires. Das ist ein faires Angebot. Das erscheint. Ja, das erscheint dir fair. Gold Saphir. Faires Geschäft. Yay, Handelsgeschick hat sich verbessert. Illusion, Mystik, Wiederherstellung. Kann weg. Das finde ich annehmbar. Das finde ich annehmbar. Kann alles weg. Ring der Herrschaft. Sollte ich vielleicht nicht verkaufen? Feder. Erstmal ein paar Bücher loswerden. Da hier, habt ihr hier. Das finde ich annehmbar. Ein Liebesbrief. Mirilis Liste brauche ich auch nicht mehr. Dieser verwitwete Brief, versiegelte Korrespondenz. Schild. Das ich auch ist ein nie. Faires Angebot. Das nimmt eigentlich nichts weg an einem Tarplatz. Goldnugget. Das erscheint mir fair. Ich könnte Tova auch mal wieder einen neuen Besuch abstatten. Ich habe ja 4 Zangen, 9 Greifzirkel. Das ist ein fair. Ja, das könntest du machen, Chikorin. Ein fair. Aber erstmal gehst du ins Museum, was direkt nebenan ist. So zufällig. Ein fair. Ob man irgendwelche Verschwörungstheorien daraus machen kann, warum das Museum direkt neben diesem Waffenladen ist, von der Waffenschmiedin, die einem die Zunge rausschneiden will, wenn man zum anderen Schmied geht, der sowieso irgendwie nicht mit mir handeln möchte. Da habt ihr ein gutes Geschäft gemacht. Das erscheint mir fair. Ja. Welche Tränke? Magie wiederherstellen, Magie widerstehen. Das ist ein faires Angebot. Schock widerstehen, ein faires Geschäft. Wiederherstellen Stärke. Das erscheint mir fair. Ausdauer, Lebensenergie fest. Das ist ein faires Angebot. Magikraft. Da habt ihr ein gutes Geschäft gemacht. Ich habe genügend Mana-Tränke. Ich brauche keine Festigung von meinem Mana. Das erscheint mir fair. Das finde ich. Das finde ich annehmbar. Beseitigen. Ein du wirst gleich beseitigt. Das erscheint mir fair. Ja, das ist auch fair. Nein, eigentlich nicht. Das ist ein faires. Das finde ich annehmbar. 2 davon da weg. Da habt ihr ein gutes Geschäft gemacht. Ey, so viele Lebensenergietränke, wie ich hier rumgammeln ein habe in meinem Geschäft. Inventar, die werde ich doch niemals alle brauchen, benutzen. Das finde ich annehmbar. Das finde ich annehmbar. Davon sollte ich auch mal ein paar Dinge loswerden. Meine Truhe zu Hause. Wo ist denn dieses deformierte Sumpf-Tentakel? Gar nicht so deformiert aus. Ist das normale Sumpf-Tentakel? Das sieht genauso aus. Was ist jetzt daran deformiert? Also wirklich. Wisst ihr ja, wo ich zu finden. Ja, wir wissen immer, wo du zu finden bist. Gut blutet. Du willst, dass ich blute? Warum das denn?
Habe ich dir irgendwas getan? Mal so gefragt. Habt ihr neue Kuriositäten gefunden? Ja. Ich stehe zu euren Diensten, Ritter. Woher weißt du eigentlich, dass ich ein Ritter bin? Ich habe aber neue Kuriositäten, ne? Habt ihr eine neue Kuriosität gefunden, die ihr dem Museum vermachen möchtet? Wunderbar! Wenn ich mir das Tentakel ansehe, weiß ich nicht, ob ich angewidert sein oder in Panik verfallen soll. Genau das, wonach ich suche. Interessant. Ich habe aber noch Habt eine. Habt ihr eine neue Kuriosität gefunden, die ihr dem Museum vermachen möchtet? Oh, wie putzig! Hört, wie es versucht zu schreien. Aber es kommt kein Ton heraus. Es ist perfekt für mein Museum. Ja, perfekt. Perfekt. Passt auf euch auf. Auge des blinden Wächters. Sieht irgendwie so ein Käfer aus. Ein Headcrab! Und das? Keine Ahnung, aber irgendwie muss ich gerade an diese weißen, toten Spinnen aus Tief Gold denken. Nur die hätte dann zwei Beine weniger und wäre rot. Hoffentlich gefällt euch das Museum. Hier ist der Dolch. Dolch der Freundschaft. Und das Tentakel. Das Tentakel. Ein kleiner Schädel. Was ist das eigentlich her? Ne? Aber alles Torwächters. Haben die den Arm abgerissen? Wie? Von dem Torwächter, den ich getötet habe. Hier oben eigentlich jemals? Eine Gabel! Eine Gabel! Mir fehlen eigentlich noch zwei Kuriositäten, die einen festen Standort haben. Die Frage ist, wo ist Dienst Asche da drin? Ich habe ja so viel schon in Ebrocker durchsucht, aber bisher noch nichts gefunden. Und die andere können wir erst etwas später im Laufe der Hauptquest finden. Mania, ja, Tova. Wo du stehst hier gerade? Du stehst hier gerade. Ich mag Hunde. Hunde sind was Schönes. Ah, das ist aber schön. In ganz Ohr. Wie. Ihr habt Dank, wie freundlich. Ach, kann. Doch. Ich hab doch meine Zauber. Jetzt habe ich doch mein ganzes Geld umsonst ausgegeben. Habe ich noch was Besseres als 10 Punkte? Nö. Wiedersehen. Sprecht, Wahnsinniger. Du bist so grün, alles in Ordnung? Lasst euch Zeit. Er hat einen schönen Hund. Ich mag Hunde. Ja, aber er mag dich nicht. Verlass Tiegel, ihr macht Uschner Angst. Mein bester Freund will, dass ich gehe? Na schön, für euch mache ich das. Ich kenne einen schönen Ort in Bliss, an dem ich bleiben kann. Passt auf euch auf. Tschüss. So, ich habe dein Katzenproblem aus der Welt geschafft. Katzen, überall Katzen. Alternativ, wie man auch gesehen hat, könnte man ihn entweder auch mit 100 Gold bestechen, ihn töten, das Hundefutter aus seinem Haus stehlen, es in seine Tasche geben und dann greift der Hund ihn an. Aber ich habe es jetzt mal so gelöst, weil ich ja schon das andere Kätzchen getötet habe. Wie hieß er nochmal?
Ja, Brisau habe ich ja getötet, einfach. Jetzt habe ich den mal leben gelassen. So. Katzen. Ich habe mich um dein Problem gekümmert. Ihr habt diese schmutzige, bettelnde Katze nicht gesehen, oder? Sie ist weg. Er ist weg? Wirklich? Oh, danke. Ich weiß, was ihr braucht. Einen Hund. Zufällig habe ich einen meiner alten noch herumliegen. Ich schicke ihn euch. Ja, der Hund. Sontea verkauft zwar viele Bücher, aber das ist nicht der Grund, warum sie so viele männliche Besucher hat. Hütet euch. Wuff, wuff. Ich glaube, dein Hund hier kommt... Verrat. Arglist. Rache. Alles in Ordnung? Wieso bin ich jetzt auf einmal so freundlich zu diesem Hund? Der war immer gemein zu mir. Ja, immerhin war ich ein Kanschid. In meinem ersten Playthrough. Wo ich das Spiel ja, hier gespielt habe. Ja, was gibt's? Ja. Inwinemu. Tova. Wo ist dein Haus? Tova. Chicken, wenn du weißt, wo es auf der Karte ist. Na, Kätzchen. Bis später. Euer Gnaden. Tove dann halt. Tove. Komm ich auf Tova? Ich hab keine Ahnung. Das ist mir auch egal. Tova. Du heißt Tova für mich und damit basta. Nenn dich gefälligst Zum. Wo ist der Kerl? Tova, könntest du die Güte haben, auch zu Hause zu sein? Mein Hüser, Leute. Warum sitzt ihr nicht zu Hause? Wo ist die Ausgangstür? Da, Tova. Jetzt darf ich auch noch nach ihm suchen. Wenn ich ein Wahnsinniger wäre, wo würde ich hingehen? Guten Tag. Na, Großkopf. Immer noch am Leben. Sei froh, dass noch nicht der Bug passiert ist, dass die Wachen dich töten. Du hast ausgesehen wie Tova. Du bist Tova, ne? Tova? Tova? Guten Tag. Das war doch gerade... Hier bist. Du brauchst dich nicht von mir zu verstecken. Spätestens jetzt würde ich mich verstecken. Hier drin ist etwa essen gegangen, ohne mir Bescheid zu sagen. Tova, wieso verlässt du dein Haus, ohne mir Notizen zu geben? Ja, was geht's? Wo du hin bist? Ja, ja, was geht? Seid gegrüßt. Hier sind nur Gonia. Wo ist der hin? Oh, mein Hühnchen. Hallo. Schön, dass du mich gefunden hast. Ich weiß nicht, woher sie kamen. Ich weiß nur, dass sie jetzt überall. Auch wenn du wahrscheinlich nicht lange leben wirst. Ach, hallo. Du mag Kopf. Ja. Ja, glitschig durch den Boden. Weil ich möchte mal wieder offscreen ein bisschen durch Tamriel reisen, um noch mehr Greifzirkel und Zangen für Tova zu finden. Nur dann muss ich an den Toren des Wahnsinns vorbei und der böse, böse Torwächter merkt es überhaupt gar nicht, dieses Hündchen. Und greift es gerne mal an und tötet es auch gerne. Tova, komm einfach nach Hause! Wo ist dieser Tag? Ja, der... Tja. Los, such!
Wieso steht da eigentlich Uschnas Name? Wieso steht da nicht mein Name? Das ist doch mein Hund. Er folgt mir. Ich bin sein Frauchen.